Willkommen zurück bei Fußballprofi werden. Heute wieder mit einer weiteren Ausgabe des 1x1 des Fußballs und es geht um das Thema Verletzungen. Wir kriegen immer wieder die Frage, wie gehe ich um mit Verletzungen? Und zuerst ist es ganz wichtig zu verstehen, dass Verletzungen einfach dazugehören. Es geht nun mal nicht ohne im Sport. Egal wie hoch du spielst, selbst Profisportler in der ersten Liga trifft es auch immer wieder, obwohl die top austrainiert sind, super vorbereitet sind. Es ist einfach so, dass es passieren kann, auch unter Gegnereinfluss geht es ganz schnell. Und deswegen kannst du nur eins tun in diesem Zusammenhang und das ist Prävention. Und das ist auch unser heutiger Tipp an dich. Schau einfach, dass du dich schon vorbereitest, dass du Verletzungen vorbeugst. Jeder kennt seine Problemzone. Die einen haben vielleicht am Sprunggelenk Probleme, die anderen haben immer wieder mit Knie Probleme. Dann schau doch einfach, dass du in Zukunft genau für deine Problemzonen deine Übungen machst. Dass du Stabi-Übungen machst, dass du dir vielleicht von einem Experten mal gewisse Übungen zeigen lässt, auch erstmal, dass die auch vor allem richtig sind, weil das ist extrem wichtig. Man kann auch Übungen falsch machen, dann sind sie kontraproduktiv und du wirst mehr Verletzungen haben. Also such dir jemanden, der dir die geeigneten Übungen für dich zeigt, setze sie um und du wirst deutlich weniger verletzt sein.